So, meine Freunde, es geht ja weiter hier mit Let's Play. Zurück in die Zukunft, das Spiel. Und ja, in der letzten Folge waren wir ja in Docs Büro, haben ein wenig, haben dieses Notizbuch wiedergefunden von Doc McBrown. Und dann ist auch einmal der DeLorean aufgetaucht. Mal gucken. Doc? Ja, der Wagen ist kalt. Einstein! Wo kommst du her, mein Kleiner? Und wo hast du Doc gelassen? Der Fluxkompensator, da ist er. Sieht aus, als würde die Zeitleitung noch funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann ich dort suchen soll. Gucken, was der Kassettenrekorder Marty? Sagt. Ah. Marty, wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. Automatisches Aufspüren? Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinem DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt. Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt oder schon vorbei oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty, du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Bitte reise mit meinem DeLorean zurück oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Dass man so einfach okay, ist. Okay. Letzte Abreisezeit, letzte Abreisezeit. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Mist. Großartig. Wie soll ich ihn jetzt finden? Gute Frage. Aber was liegt denn hier? Ein Schuh. Okay, Doc. Wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht Ihr Schuh ist. Dann bin ich mir fast auch sicher. Na gut, wir können ja auf jeden Fall nichts mehr drin machen. Und da wir schon mal einen Hund hier haben, nämlich Einstein, das ist nämlich der beste Schnüffler, den es hier so gibt. Lassen wir ihn mal dran schnüffeln. Na los, mein kleiner Freund. Schnüffel. Schnüffel dich zu Tode. Was weißt du über diesen Schuh, Einie? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie soll mich das zu Doc führen, Einie? Gute Frage, aber hier ist ein Summer. Können wir ja mal anschauen. East Wickland. Ei, ei, ei. Geht von der Tür zurück. Nun will ich dich mal ansehen. Komm schon, Einstein. Wie ich es vermutet habe. Unruhestifter. Weg da! Na, wird's bald? Ich bin kein Rabauke. Einstein hat mich hierher geführt, Strickland. Sie sind nicht zufällig mit Vizedirektor Strickland verwandt, oder, Ma'am? Es geht dich zwar nichts an, aber ja, ich bin seine Schwester, Edna. Du gehörst wohl zu den McFlys, dieser Bande von Faulpelzen. Na. Ja, was hat der alte Strick, was hat Ihr Bruder sonst noch über mich erzählt? Nichts, was ich mir nicht selbst zusammenreimen könnte, Faulenzer. Ich bin kein Rowdy, Ma'am. Ich bin ein Teenager. Junger Mann, ich bin doch nicht von gestern. Du bist doch der Bengel, der jeden Morgen zwischen 8 und 8.30 Uhr mit seinem Skateboard auf unpünktlichste Weise über den Gerichtsplatz rast. Ja? Alle Skateboarder sind Rabauken. Das ist eine Tatsache. Schlag's nach.
Die kennt sich da aber aus. Ich habe etwas für Sie. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist das? Lass mal sehen. Joa, ich habe hier so einen Schuh, ne? Ein Schuh? Was soll ich denn mit einem... Bleib da! Oho. Ja, gucken nur doof. Was soll das denn am richtigen? Diese Kreatur muss draußen bleiben. Hey, das ist keine Kreatur, das ist Arnie. Tut mir leid, Einstein. Gucken wir dir doch ran, wie er guckt. So keine Kreatur. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, ich... Ich habe nur Tee und Bonbons. Aber... Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen, aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdies. Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Aha, okay. Setz dich, mein Junge. Ei, 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 ei. Dieser Edna. Na gut. Lass uns mal hier umgucken. Ist das Vizerektor Strickland? Mutter konnte den kleinen Gerald nie von ihren Kleidern fernhalten. Schon als Kind hatte er eine Glatze. Ist ja putzig. So. Bonbons. Die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Wahrscheinlich noch aus dem Krieg, ey. Stelle nicht tun. Miss Pretty Whiskers ist sehr eigen, wenn es darum geht, wer ihr Futter gibt. Aha, okay. Ist das hier ein Stapel Zeitung? Fass die nicht an! Oh Gott! Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet. Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Hä? Miss Strickland? Jack! Diane! Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht! Ja? Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh! Ach, meine Güte, was für ein neugieriger Kerl! Weißt du, niemand mag wichtig, Tor. Aber... Oh gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. Eine Flüsterstube in Hill Valley? Du nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation... Die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Mhm. Ist klar. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten. Ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Und wo war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Das ist so lange her, falls du nach schwarzgebranntem Fusel suchst.
Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache. Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Hä? Huh? Die Bar war dort am Rathausplatz. Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Videokassette? Die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs je veröffentlicht. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Nett. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Jetzt fängt die schon wieder an. Okay, das reicht mir. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Das sind die richtigen Leute hier. So sind sie, die alten Menschen beobachten. Ist ja schlimm. So. Wir könnten herausfinden, wann sie den Schuh verloren hat. Ich denke, sie hat den Schuh verloren. Und wenn wir das Jahr herausgefunden haben, wo sie den Schuh verloren hat, könnten wir vielleicht auch herausfinden, in welchem Jahr sich Doc befindet. Ist das denn Was ist denn das? Meine journalistischen Auszeichnungen. Der Katzenfreund? Das ist seriöser Journalismus. Ah ja, okay. Ist klar, Miss Twigland. So. Genau, wir müssen sie erstmal hier rausschaffen. Und der Tee aufgesetzt, der wahrscheinlich nie wieder, nie heiß wird irgendwie. Deshalb müssen wir so einen Pfeifton nach. Ja, sie nachsimulieren halt. Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Das ist der Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Fass nicht an. Ja, ist ja gut. Drauf reingefallen. So, mal gucken. Jugendliche in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Nettes Bild. Ja, auf jeden Fall. Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, da ist Doc nicht gelandet. Einstein hat mir den Schuh gebracht und Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die illegale Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die Bar abgebrannt? Ich brauche zumindest das Jahr. Tja, das Jahr. So. Da war, glaube ich, irgendwas mit der Katze, meine ich mich zu erinnern. Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die illegale Bar abgebrannt? Tja. Seltsam. Das Wasser kocht noch immer nicht. Küchentür. Miss Strickland, wegen Ihrem Tee. Sie haben vergessen... Das wird mit einem U geschrieben, du ungebildeter Schmierfing! Ja, kein Wunder, dass das nicht heiß wird. Die Flamme gar nicht angemacht. Ach Gott, nochmal. So.
Vielleicht weiß sie es ja. Vielleicht nochmal anquatschen. Entschuldigen Sie, Miss Strickland. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich! Ja, das kennen wir ja schon. Na gut. Moment, das kriegen wir hin. Ich muss mal gucken. Wie war das noch? Okay. Ja. Jetzt geht's wieder weg. Ich glaube, ich muss was mit dem Fernglas machen, war nicht, ja, nicht zu erinnern. So. Darf ich einen Moment Ihr Fernglas benutzen? Nur zu, Schätzchen! Aha, wieder aufgebaut. Wieder aufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Ja, ist klar. So, jetzt gucken wir in der Zeitung. Wir haben jetzt das Jahr. Müssen Sie nochmal rausscheuchen? Und dann... Mal sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Da haben wir es. Barbrandstifter ermordet. Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Brand in der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Das ist Doc! Von Gangstern ermordet. Wann war das? 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn... Meine Zeitungen! Tut mir leid, jetzt schnell weg, Junge. Nein! Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht. Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Raus! 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 Hilfe! Polizei! Ich werde von Raudis... Oh, schick. Marty? Wo hast du gesteckt und wie siehst du eigentlich aus? Das ist Arbeitskleidung. Wusstest du das nicht? Ich habe einen Nebenjob. Im Werk des Ford Model T? Ja. Nein. Ist schon gut. Du musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Hey, manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Bist du bereit, Einstein? Natürlich ist er nicht bereit. Gut, ich mache hier einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, meine Freunde. Tschüssikowski.